Hallöchen. Ich weiß nicht, du hast mir keine Antwort gegeben, aber ich mache jetzt trotzdem das Tutorial. Anyway, du brauchst erstmal so Wolle halt. Und dann machst du dann so lange, wie der Schwanz eben sein soll. Vielleicht hast du die Wolle. Und jetzt kommt es halt richtig. Also jetzt fangen wir halt wirklich richtig an erstmal. Also wir nehmen erstmal irgendeinen Kamm oder so. So. Und dann nehme ich hier das Ende vom Schwanz. Es kann sein, dass hier ein paar Haare noch sind und die bürsten wir immer komplett aus. Also das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich mache kurz auf Pause. So, ich bin fertig. Einfach nur so ein bisschen ausgebürstet, damit man das später nicht mehr so bemerkt. Auf jeden Fall nehmen wir uns jetzt hier die Wolle. Ja, ich habe solche. So eine graue. Und die wickeln wir uns dann erstmal so ein paar Mal hier so in die Hand. So, wie wir halt wollen. Bei mir sieht es jetzt so aus. Da nehmen wir jetzt eine Schere. Und dann trennen wir das so ab. Das ist jetzt meine dass jetzt meine Hand nicht mehr zu diesem Wollgarn-Ding connected ist. Und jetzt schneiden wir hier einmal durch. Ich mache kurz Pause. So, ich habe das durchgeschnitten. Jetzt haben wir halt so viele Wolle. Wenn irgendetwas hier so zu kurz ist, also hier zu kurz, das hier zum Beispiel hier, das können wir einfach wegtun. Ja, also nee, das ist nicht kurz. Okay. Jetzt könnt ihr auch irgendeine Strähne nehmen, die wegtun, wie ich hier gemacht habe. Und jetzt legen wir das drunter. Also ziemlich in der Mitte und knoten das einmal zu. Richtig stark. Stark, wie es geht. So. Verliere die zwei nicht hier, weil die brauchen wir später nochmal. Was wir jetzt machen, ist, wir bürsten hier die beiden Seiten aus. Kann sein, dass es ein bisschen anders aussieht. Mein Handy ist gerade hier runtergefallen von meiner Wundermannstatur. Anyway, erste Seite. Ist so ziemlich ausgebürstet. Mache ich komplett sein, wie hier am Ende. Ich dachte mir aber, ich filme hier, wie ich das hier ausbürste. Oh Gott, wie die. Wie lange rekorden wir eigentlich schon? Ah, okay, nicht lang, weiter. Okay, jetzt machen wir wieder weiter. Und sich hier einfach mit zwei noch festhalten. Warte. Und jetzt einfach hier. Ich mache das eigentlich ein bisschen aggressiv hier, aber sonst fällt es hier runter. Okay, ja. Fällt nicht runter. Einfach lösen. Wenn du merkst, es nicht mehr wirklich geht, dann nimm einfach hier das Fell raus aus der Bürste, dass die Bürste wieder clean ist. Ach, mal drum herum bürsten. Das ist halt, oh mein Gott. Das halt das Gröbste hier so fällig wird. Es kann sein, dass dir das hier ein bisschen rumgerutscht ist. Dann rutscht es einfach wieder zurück, dass es auf beiden Seiten so fast gleich viel ist. Jetzt hast du so einen Fluff. Jetzt nehmen wir wieder die Schwanzbase. So. Und jetzt knoten wir das so. Warte. So. Und jetzt legen wir das einfach hier hin und wir knoten das rum mit den Beinen. Dann machen wir das fest. Ich mach das mal kurz. Also ich habe das hier einmal nur so festgeknotet. Jetzt sieht das an der Seite so aus. Ja, dann habe ich es festgeknotet, sieht man. Noch ein bisschen hier. Und hier sieht das so aus. Ja, wenn du willst, kannst du hier das hier auch ausbürsten. Das mache ich mal schnell. Musst du, also wenn hier noch irgendwas ist, was nicht ausgebürstet ist, dann kannst du es gerne noch ausbürsten. Einfach damit es besser zusammenpasst. Also es kann sein, dass hier deine Wolle heller wird. Mir ist es halt jetzt nicht mehr so grau, sondern eher so weißlich. Und sie waren im Schimmer im Echt. Ja, und das machst du. Das machen wir jetzt nochmal. Also nochmal um die Hand wickeln und abschneiden. Das mache ich jetzt auch mal hier kurz an der Kamera. So relativ an der Kamera, jetzt nicht wirklich in der Kamera. Abschneiden.
So, ich schneide jetzt noch hier meine Hand weg. Das dauert bei mir irgendwie ein bisschen länger, meine Schere ist irgendwie scheiße. Bäh. Merkt man, dass ich es liebe, solche Tutorial-Videos aufzunehmen? Ich baue mir halt immer so komische Stative aus irgendwelchen Boxen. Aber es war ja kein höheres Stativ. Also ich hatte nichts, wo ich das Stativ höher machen hätte können, was ein bisschen schade ist, aber naja, ist okay. Wir haben hier unsere Nudeln. Auch Nudeln. So. Oh mein Gott. Komm schon. Yeah. Okay, now let's brush. Übrigens, es ist normal, dass hier viel rauskommt. Wolle. Hier so eine hellgraue. Die ist sehr gut, finde ich. Und die ist, ich glaube. Moin. Nicht so gut, glaube ich, Apfelsaft hier auf mein Handy zu legen, damit es hier bleibt. Gott, ich nein, ich habe die beiden Strähnen verloren. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Ja, ich hab sie wieder. Oh Gott. Oh Gott. Verliere die zwei hier nicht, ne? Das bitte nicht. Stressig. Ich zeig dir dann aber auch nochmal, was du machst. Später, wenn du es denn solltest. Gewürstet. Ich mach das gerade kurz so ziemlich auf Camera. Oh mein Gott, oh nein, warum ziehen sich hier die ganzen Sachen raus? Ew. Ich mag das nicht. Oh nein. Ich wüsste den Rest hier auf Camera. Ja, ich weiß, dass sich das Handy bewegt. Genau. It's sad. Okay, es verrutscht. Ich muss es rüberschieben. Okay, ja. Na klar. Ich habe mal wieder ein Mega-Stativ. Ich bin so gut im Stativ bauen, ne? Oh mein Gott, das ist unglaublich, ja. Okay. Jetzt schreibe ich das mal kurz wieder hin. Ich habe gerade realisiert, wie lange ich schon filme? What the? Okay, naja, wir machen jetzt weiter. Das ist hier fertig gebürstet und so, ne? Slide Queen. Okay, du kannst hier so ein bisschen sehen. So, das hat so eine Art Hilfe hier. Ne? Und damit wir diesen Bereich hier ein bisschen abdecken, dicken wir das so nach oben hin und dann binden wir das. Ne, warte. Wäre das so gut? Ich bin gerade verwirrt. Ja, binden wir das so drauf, dass das halt hier so verdeckt wird. Also nicht nach oben legen, die offene Seite, sondern so. Und dann drum binden. Oh Gott, ich will irgendwie nicht meinen ganzen Speicherplatz hier verschwenden, ne? Das ist scheiße. Denn wenn es drauf gebunden ist, sieht es ungefähr so aus. Ja, das habe ich nicht wirklich gebissen. Das ist egal.
Du machst halt immer so viel wie möglich davon drauf, bis der ganze Schwanz irgendwann fertig ist. Es kann auch sein, dass du zwei von diesen Dingern brauchst. Also du weißt schon, das, was wir da drum binden, was wir gebürstet haben. Es kann sein, dass du zwei von denen brauchst, um eine Seite zu bedecken. Das passiert, wenn du weiter oben bist. Also wenn du merkst, oh, das verdeckt nicht alles, dann mach zwei Stück und binde zwei Stück dran und zwei Seiten. Dann, wenn du fertig bist, ist das irgendwann so ein fluffy tail. Bye. Ja, ich rekorde immer noch. Ups. Bye.